Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Rave. Wir gehen auf den Server, zack. Und dann sind wir auch hoffentlich gleich oben. So, perfekt. So, was geht ab? Jo, unsere schöne, verranzte Histlons Höhle. Aber wir sind Höhlenmenschen und wir müssen uns mit so einer Höhle wohl zufrieden geben. So, und zwar, wir haben uns in der letzten Folge einen schönen Flugstab gemacht. Was uns aber jetzt noch fehlt, ist Obsidian. Das bedeutet, ich mache mir mal eben ganz fix hier eine Diamantspitzhacke, damit ich dann auch Obsidian abbauen kann. Und dann brauche ich nachher wahrscheinlich noch einen Dia, um natürlich hier, zack. Um natürlich hier schön. Oh, ich sollte Telegram schließen, zack. Und zack. So, um natürlich hier einen Verzauberungstisch zu machen, weil ich noch immer nicht herausgefunden habe, wer den Verzauberungstisch hat. Oder ob den überhaupt jemand hat oder sonstiges. Hier borge ich mir nochmal schnell einen Dia aus. Dankeschön, dass du mir alles borgst hier. Das ist echt sehr nett von dir. Denn ich habe 40 Level und ich sollte echt mal schnell enchanten gehen. Aber was ich dazu brauche, ist erstmal hier zwei Dias, die ich ja jetzt habe. Dann Bücher habe ich auch. Obsidian fehlt mir jedoch noch. Und deswegen muss ich jetzt ganz schnell Obsidian finden. Zack. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns mal ganz schnell Obsidian. Wo wir das jetzt am schnellsten finden, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber vielleicht ist hier irgendwo in der Nähe so ein Vulkan oder so. Oder wir gucken einfach noch mal ganz schnell hier in die Häuser rein. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat hier irgendjemand einen schönen Verzauberungstisch. Das kann es ja nicht sein. Hier alles enchanted, aber wo ist euer Verzauberungstisch? Vielleicht hier irgendwo unter der Erde? Oh, der hat die Bombensachen. Wer wohnt hier? Bastor. Sag mal, Bastor, was hast du denn hier alles für mega geilen Stuff? Alter. Irgendwo müssen die Leute doch auch verzaubern. Und der hat hier echt die mega krassen Sachen. Sowas würde ich mir nicht mehr mein ganzes Leben erträumen. Und einen Verzauberungstisch hat er aber nicht. Finde ich jetzt aber echt jedoch ein bisschen schade, ne? Ich muss echt. Und ich dachte mir so, boah, ich habe jetzt voll den krassen Stuff und so. Aber nein, habe ich wohl doch nicht. Hier, creepy. Hier, der muss doch einen Verzauberungstisch haben. Nee, aber das ist Shapecraft und der hat genauso wenig wie ich. Soweit ich weiß. Und ja, egal, dann suchen wir einfach so. Ich möchte meinen Flugstab nicht verschwenden, aber damit bin ich einfach so schnell und mobil. Und, ja. Hier unten vielleicht? Nee. Also auf jeden Fall, wenn dann hier irgendwo in der Wüste, dass hier irgendwo was wäre mit Obsidian zum Abbauen. Aber wieso, wenn wir eine Stadt sind, wieso machen die dann nicht irgendwie so was Gemeinschaftliches hin? Ich weiß auch nicht. Also ich werde auf jeden Fall den Verzauberungstisch gemeinschaftlich nutzen und dann natürlich für alle bereitstellen. So, jetzt gucken wir hier gleich mal, ob es hier irgendwie was Schönes gibt. Irgendwie so einen Vulkan oder so, das wäre natürlich mega. Das wäre wirklich toll. Oh, wisst ihr was, Leute? Ich weiß, davon ist unser Netherportal, aber was. Oh, nee, hier unten ist genug Obsidian, lol. Ja, gut, habe ich gesagt, dass hier kein Obsidian ist. Ja, gut, das habe ich. So, holen wir uns erstmal hier. Vier Stück, glaube ich, brauchen wir. Eins, zwei, drei, vier. Ja, genau, vier Stück. Dann können wir uns gleich den Verzauberungstisch machen. Und dann, würde ich sagen, mache ich auch irgendwie gleich so eine schöne Verzauberungsbude oder irgend sowas in der Art. Das wäre, glaube ich, auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich werde die Folge ein bisschen kürzer halten, weil die letzte Folge ein bisschen länger war, als man normalerweise sollte. Die war nämlich fast 20 Minuten lange und man sollte eher so 15, ja gut, 20 Minuten ist noch okay, aber ich möchte generell nicht so mega lange Folgen haben. So, vier Stück haben wir. Perfekt. Können wir uns jetzt gleich unseren
Schönes. Oh, ich benutze den die ganze Zeit. Ich spasti und reparieren kann man die ja nicht. Deswegen, nein, hör auf. Oh, ich muss ihn einfach benutzen. So, Leute, noch einmal. Hui, das macht so viel Spaß. Aber wenn die jetzt enchanted sind, dann können wir die ja eh öfters benutzen. Sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr stylisch aus. Und jetzt sind wir gleich in unserer Bude. Und dann enchanten wir die schön. Und ich meine, ich hätte ja noch einen ganzen. So ist es ja nicht. So ist es ja nicht. So, gut. Und zack, jetzt sind wir auch schon zu Hause. Seht ihr, mit dem Flugstab, da geht alles schneller. Genau, ich brauche ein Buch und meine zwei Diamanten. Und dann mache ich ein schönes, wunderschönes. Wow, einen schönen Enchantment Table. So, jetzt suchen wir uns hier irgendwie so ein schönes Haus aus, wo wir dann enchanten können. Irgendwie hier vielleicht, dass wir hier eins bauen. Dann hole ich dazu aber noch ganz fix ein bisschen Holz oder so. Oh, Erde. Ich würde sagen, ein Haus aus Erde. Das bauen wir dann in den nächsten Folgen weiter aus. Aber nur mal so ganz spontan irgendwie so ein Erdhaus. Irgendwie so ein rundes. Das macht irgendwie so. Zack, zack. Zack, zack. Moment. So eins noch. Dann zack, 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 zack. Okay. Ich glaube, das wird ganz nice werden, wenn ich das jetzt richtig mache. Nee, das ist falsch. Das ist auf jeden Fall falsch, so wie das hier aussieht. Oh, wieso sieht das denn hier so krüppelig falsch aus? Wieso ist das falsch? Hier. Zack, zack. Und... Hä, jetzt ist alles richtig, oder? Jetzt ist alles richtig. Okay, perfekt. Das hier ist unser kleines Enchantment-Haus. Und das setze ich jetzt hier hin. Perfekt. Und ja, wir haben keine Bücherregale, das stimmt. Jedoch diese Häuser hier. Und da das ja einfach so ganz normale NPC-Dörfer sind und hier ja eh kein Enchantment-Tail besteht, baue ich die einfach ab und benutze die. Und ich denke nicht, dass da irgendjemand böse ist, wenn ich die aus den Häusern rausklaue, weil... Das ist ja sowieso für das allgemeine Wohl. Und da ist das doch schon okay, wenn ich da die Bücher wenigstens aus den NPC-Häusern rausnehme. Hoffe ich jetzt einfach mal. Hier sind eh keine mehr. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, dann packen wir die da einfach mal hin. So, wo haben wir das denn jetzt? Ach, hier. Okay, gut. Also zuerst mal brauchen wir sowieso ein bisschen Holz. Gut. Holen wir uns gleich noch ein bisschen Holz auch. Ich meine, das tut ja nie, das schadet ja nie, wenn wir hier so ein bisschen Holz abbauen. Oh, stimmt, wir haben ja hier den schönen Mod namens Timber Mod drin. Da geht das ja alles ganz fix hier mit dem Abbauen. Perfekt, haben wir gleich mal genügend Holz. Und dann gehen wir da, hui, schnell runter. Und machen uns hier erstmal einen schönen Crafting Table. Dann packe ich hier hin. Und mache hier erstmal, zack, so ein paar schöne Bücher. Moment, wie viel gehen sich aus? Es geht sich, zack. Okay, ein paar gehen sich noch aus auf jeden Fall. Zwei. Okay, es gehen sich noch drei Bücher aus. Das ist ja dann schon mal ganz perfekt. Eins, zwei, drei. Geht sich nicht aus. So. 1, 2, 3, 1, 2, 3, super duper, 1, 2, 3, perfekt, 7. Und man muss ja mit einem Abstand immer quasi platzieren, das heißt, man müsste das so machen, so, soweit ich das weiß, so, oder? Ah, ich kann jetzt mit 24 verzaubern, okay, gut, dann mache ich hier mal Unbreaking drauf. Und Soul Tether und Afterlife. Ich weiß nicht, was sich das bringt. Blood und Enchant. Oh, perfekt. Das mache ich jetzt hier auch überall drauf. Bitte schreibt mir, was Soul Tether bringt und Blood und solche Sachen und Afterlife.
Ich weiß nicht, wozu das gut ist, aber ich habe es jetzt einfach mal benutzt. So, unser Schwert hat Sharpness 3, da machen wir gleich Sharpness 5 drauf, damit es ein richtig geiles Wert wird. Und Unbreaking ist auch noch wichtig, genau. Und ich weiß nicht, was das hier alles... Looting ist vielleicht auch... Ich mach mal Looting 2 oder Looting 1. Und dann mache ich noch... Knockback ist, glaube ich, dann nicht so gut. Verbrennung vielleicht. Fire Aspect. Mache ich vielleicht so... Das kostet 6 Level. Ja, ist okay. Sollten die Dinge auch brennen, wenn ich sie anzünde. Und dann könnten wir uns ja noch hier Effizienz ein bisschen draufpacken. Kostet genau 5. Geht sich ja genau aus. Und dann können wir damit auch schön immer schnelle Sachen abbauen. Ja, das ist doch ganz in Ordnung. Wir könnten aber auch irgendwie so eine Falle machen oder so. Irgendwie so eine Monsterfalle. Aber ich gehe jetzt erstmal ganz schnell schlafen. So, unser Bett. So, perfekt. Gut, jetzt gehen wir ganz schnell schlafen. Wir nehmen ungefähr schon 11 Minuten auf. Das ist schon mal perfekt. Und dann haue ich mir noch schnell ein Brötchen rein und kann hier wieder ein bisschen Fleisch braten, ja, wie immer. Und pack hier auch noch was rein. Zack. Gut, Leute. Was jetzt aber auch noch ganz, ganz wichtig ist. Und zwar, wir brauchen irgendwie sowas wie eine Monster. Sowas wie eine Monsterfarm. Ich frage mich jetzt, wie wir das am besten machen. Aber vielleicht sollte ich noch mit Level 1 meinen Helm verzaubern. Ich glaube, das wäre auch ganz wichtig. So. Protection 1. Okay, Protection. Perfekt. Perfekt. Und habe ich noch irgendwie etwas hier, das vielleicht so ein bisschen verzaubert ist, aber ich die Verzauberung runter machen kann? Nee, habe ich leider nicht. Gut, dann will ich einfach mal sagen. Dann gehen wir. Mache ich mir mal einen goldenen Apfel. So. Zack. Oh, wie ging denn nochmal ein... Hä? Ging denn ein ganz normaler goldener Apfel? Golden Apple. Ah, mit Nuggets. Stimmt, wir spielen da auch noch auf einer älteren Version. Ja klar, da geht das natürlich nur mit Chicken Nuggets. Und da... geht das eben nur so. Perfekt. Einen goldenen Apfel. Einen Keyring brauchen wir jetzt aber nicht. Und das andere packen wir jetzt alles mal hier rein. So. Gut, dann würde ich sagen, Leute. Schauen wir mal irgendwie, dass wir das jetzt noch ein bisschen schöner machen hier. Vielleicht ein bisschen mit Holz oder so. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und, sodass es wenigstens ein bisschen ansehnlicher wird. Wir machen das alles noch viel, viel schöner, wenn wir dann ein paar mehr Materialien haben, aber das wird schon noch, Leute. Oh, das wird schon noch. Zack. So. Erstmal hier schön alles abbauen und irgendwie zack. Wow, das ist doch eine schöne Hütte, oder? Ich meine, es gibt ja viele, die so mit Erde leben und so weiter und ja, also ich finde das schön. Und da mache ich jetzt noch ein Schild hin. Zur verzauberten Hütte. Zur verzauberten Hütte. Ja, das ist doch mal was Schönes. Und der schwarze Bär, tut mir leid, aber dir müssen wir das jetzt austesten, ob das funktioniert. Ja, er brennt. Ja. Das freut mich für dich. So, perfekt. Hat auf jeden Fall einiges an Schaden gemacht. Und jetzt, Leute, können wir hier schön mit unserem Stab wegfliegen. Und irgendwie höre ich da keinen Ton. Irgendwie der Ingame-Ton buggt so ein bisschen, kommt mir vor. So, und zwar, wir brauchen wieder frische Diamanten. Und die haben wir auch gleich hier. Perfekt. Zack. Es leckt so ein bisschen. Aber es kann sein, dass ich... Oh, jetzt bekomme ich sicher gleich Schaden. Weil ich bin da jetzt runtergefallen und... Nee, bekomme ich nicht. Okay, lol. Ja, keine Ahnung. Buggt irgendwie so ein bisschen. So. Jetzt gucken wir hier gleich mal. Ah, ja. Yeah. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Schaden bekommen. Sollte ein bisschen mehr aufpassen hier.
So. Und Deutsch kann ich auch schon nicht mehr. Was ist los bei mir? So. Enchantment Tail haben wir jetzt gemacht. Ich würde mir noch ganz gern ein paar Dias farmen. Aber wir sind jetzt auch schon wieder bei 15 Minuten. Ich wollte eigentlich immer so 15 Minuten Folgen machen. Mehr eigentlich auch nicht. Was ist das? Hui. Was haben wir hier? Was ist das hier? Hallo? Soll ich da mal runtergehen? Das ist aber ganz schön gefährlich, mein Lieber. Oh mein Gott, hier sind lauter Spawner. Und Kisten und sowas. Mit mega viel Essen, Alter. Was ist das für ein verranzter Abfuck hier? Alter. Was finde ich hier bitte schon für geile Sachen? Oh. Du musst sterben. Und du musst auch sterben. Und was ist hier? Was geht hier ab? Hier sind irgendwie lauter Skelette und irgendwie extrem viel Eisen und anderer Stuff, irgendwie auch voll viel Dias und so. Okay, Leute, wenn ihr wisst, was das hier ist, ich habe das noch nie in Hexit gesehen. Wenn ihr wisst, was das ist, könnt ihr es mir dann bitte in die Kommentare schreiben. Das wäre echt super von euch. Wer schießt mich hier an? Ey, du denkst dir das? Du denkst dir das so? Du kannst dich mit mir anlegen. Das sage ich aber so. Leider nicht. So. Oder vorne sind solche komischen Männchen wieder, die machen richtig viel Damage. Ich erstmal den Goldapfel. Ich meine, wir haben eh genug Äpfel und... Okay. Er ist erstmal down. Oh, hier sind einige Creeper. Aufpassen. Muss ich echt aufpassen. So. Boah. Nochmal hier Risky Action am Ende der Folge. So. Und hier nochmal schnell abbauen. Oh, aber da ist nur Essen drin. Ich brauche auch irgendwas Gutes. Die Mitarbeiter hier, was möchtet ihr denn? Oh, was ist das denn? Ich glaube, das ist irgendwas voll Seltenes. Sieht voll so danach aus. vielleicht ist es ja auch gar nichts Seltenes, aber es sieht irgendwie voll so danach aus und keine Ahnung. So, erstmal ein paar Dias wieder mitnehmen. Ja, perfekt, die fliegen durch unsere schönen Schuhe genau zu uns. Hier kann man auch einiges an Level farmen, das ist irgendwie so ein Weg nach unten, kommt mir vor. So, zack. Du stirbst jetzt erstmal. Und wieder, also Essen haben wir unendlich mittlerweile. Aber wir sind jetzt schon wieder bei 18 Minuten, Leute, deswegen würde ich sagen, müssen wir uns hier jetzt wieder einbauen, wie wir das immer machen, so schön. Denn es kann ja immer sein, dass irgendwas passiert, ja. Und deswegen einbauen ist immer gut. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, ich disconnecte jetzt vom Server. 18 Minuten sind um. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir hier das alles wirklich erkunden, looten, was auch immer. Dann werden wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen unsere Zauberwerkstatt ein bisschen schöner machen. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein, macht's gut und ciao!